jetzt schaffen wir uns am Brunus nauteratus Kirschlorbeer anpflanzen. Wir haben hier 5. 12,99 beim Hornbach am 1. August. Zunehmender Jungfraumond und wir werden jetzt mal den nächsten hier in unseren Wasserkübel hinein bohrwässern. Dann stellen wir mal daher. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingshecken sind. Und hier, schön trocken. Und dann kommt da hier hinein. Und jetzt mal bohrwässern. Also ganz wichtig, dass man den eine halbe Stunde im Wasser mal die Wurzeln aufsaugen lässt. Vor meinem Pflanzen. So, dann schauen wir mal, wo wir setzen. Hinten haben sie unsere Scheinzypressen nicht geschafft. Kamal Zypares Lawsoniana. Die eine, was sie überlebt hat. Und die haben wir neu hinzugepflanzt. Aber die anderen, da kommt eine Kamille raus, haben es nicht überlebt. Und sind leider weg. Und dann haben wir schönen Rosmarinus officinalis, oder wie er sagt, meistens heißt Salvia Rosmarinus, den werden wir auch noch hinaus. Und hier hinten haben wir unsere Sorte Novita. Immer schon eingepflanzt hier. Und zurückgeschnitten. Wie man sieht, sind die dann schon 20 cm gewachsen. Und die anderen haben wir noch hinten im Topf stehen. Nicht zurückgeschnitten, sind demnach nichts gewachsen und haben unten schon die Wurzeln. Die werden wir jetzt leider abschnipseln müssen. Und als erstes kommt dann mal auch in den Topf Wasser. So, stellen wir mal dahin. Tun wir ein paar Weise arrangieren. Sich die Hand auf und wir den schön einpflanzen können. So macht man das. Einmal schräg, einmal rein. Geht sich gerade nicht unten am Niveau aus, aber der sauft sich von unten an. Sehr gut. Das ist die Sorte Novita. Und hier haben wir die Sorte Kokasika. Die wächst aufrecht. Und ist schmal, so wie Genolia und Obelisk, und ist für Hecken viel besser geeignet. So, 0,3 Meter Abstand werden wir machen, weil wir im 65 Liter Mauerwandel Baucontainer arbeiten. Und leicht saurer pH-Wert 6 bis 7, da kommt wieder unser 50% Perlit und 50% scharfer Kompost zum Einsatz. So, dann fangen wir jetzt weiter an. Die hat sich auch schon schön eingewurzelt. Aber wie sagt du mir, Brunus Nauteratus Novita Aktion Container 3 Liter 60 bis 80 cm und 6 Euro statt 10 Euro. Ja, den müssen wir auswurzeln. So, schaut das hinten aus. Und dann nochmal stehen. Und die kommen hier hinein. Jetzt werden wir mal sehen und schauen, wie es diesen hier geht. Nehmen wir den zum Unterlegen. So. Und ja, den werden wir einfach rausziehen müssen. Wir werden uns nicht viel überbleiben. Einmal, zweimal, dreimal. Schön angewurzelt, aber dann ist leider weg. Die Wurzeln sind noch in Ordnung, aber wir wollen den leider nicht mehr hier haben. Leider Gottes kommt er weg.
Gut, hier haben wir schon das Loch. Und da werden wir jetzt gleich ohne viel herummachen. Und wahrscheinlich auch ohne die Handschuhe. Vielleicht einen ziehen wir an. Und jetzt noch wieder hineinsetzen. Das eine war der linke, das ist der rechte. Schauen wir, ob der schon angesoffen ist. Nein, noch nicht. Mal ein bisschen mehr antrinken lassen. Kann man mal bis dahin einen Handschuh anziehen. Zumindest einen. Damit wir eine saubere Hand und eine linke Hand haben. So, dann kommt da rein. Dann schüttet ein paar Wasser drüber. Dann geht das vielleicht später mit dem Antrinken. Bevor er rauskommt. So, schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsheckenpflanzen sind. Und ausreichend Wasser würden die zwei überleben. Aber das steht in keiner Relation zum Pflegeaufwand. Wenn man nicht jeden Tag Blumen gießen kann oder jemanden hat, der einen Blumen gießt, dann wird das leider nichts. Ja, das wird leider nichts. Gott sei Dank haben wir den schon hingestellt, wenn wir wollen. Und dann schauen wir das hinten nochmal an. Das Loch könnte man natürlich, wenn man noch will, jetzt das Substrat sicherheitshalber setzen. Aber das schaut schon mal nicht schlecht aus. Schaut frisch feucht aus. Ein bisschen mehr Perlit könnte man noch rein. Aber das passt schon so. Gut, dann holen wir die Pflanze. Vorsichtig. Mal schauen, wie bewurzelt die ist. Das ist schon schön bewurzelt. Und jetzt kommt er weg. Mal nach den Wurzelballen hinein. Alle reinhalten. Und dann schon. Wir könnten auch einen Wurzelschnitt machen. Wenn man will. Mache ich heute aber nicht. Stattdessen nehmen wir das eine weg. So, und dann setzen wir den Griff hinein. Und einpflanzen.